Heute wird ein richtig anstrengender Tag. Mein Onkologe hat mich gestern noch angerufen und er kommt jetzt extra aus dem Urlaub wieder für einen Tag, um mir diese Spritze in den Kopf zu geben, damit ich meine Chemotherapie heute bekomme. Davor habe ich noch Physiotherapie, also jetzt gleich, und dann habe ich danach noch irgendeinen, der sich eben meinen Fuß anguckt und so weiter. Das ist ein Bekannter von Mama aus dem Krankenhaus. Den Termin habe ich dann danach und das ist wirklich Termin auf Termin. Also von der Physiotherapie muss ich jetzt schon mal 10 Minuten abziehen, damit ich das überhaupt gebacken kriege. Und dann muss das mit der Chemotherapie auch relativ zügig gehen, damit ich dann den Termin bei dem Arzt für meine Knochen bekomme. Und einen Termin für heute habe ich abgesagt, aber einer folgt dem anderen. Ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nun sei es drum. Das wird schon. Also, Physiotherapie lief gut, war allerdings auch sehr verkürzt. Also 20 Minuten weniger als sonst. Zur Faszientherapie konnte ich heute gar nicht gehen. Die wäre nämlich heute gewesen und ist nur einmal die Woche. Und die abzusagen war schon ein bisschen traurig. Ich sag's euch. Also eigentlich hatte ich mich schon darauf gefreut, das diese Woche mal wieder machen zu können. Aber naja. Charité geht einfach vor bei sowas jetzt. Vor allem mein Oberarzt oder mein Oberarzt, mein Onkologe hat ja eigentlich auch Urlaub und der kommt extra meinetwegen in die Klinik, weil sich sonst keiner an dieses Ding hier rantraut. Also da auf die ambulante Station gehe ich. Ja. Aber nehmen trotzdem eine Nummer mit, falls ich mich da anstellen muss. Ich hole die wieder ab. Ja. Charité sogar 2, 3 Minuten zu früh. Also jetzt schon vor dem Behandlungszimmer und warte auf meinen Onkologen. Pass durch. Was ich aber sieht, dass ich doch die beiden Krücken. Und jetzt geht's wieder zurück nach vorne zu dem Logopäden. Ich bin übrigens nicht bei einem Logopäden, sondern bei einem Orthopäden. Und da sitzen wir jetzt gerade drin, das ist uns noch ein bisschen zu voll. Und deswegen haben wir uns jetzt mal hier hingesetzt. Übrigens, den nächsten Termin beim Orthopäden habe ich in 4 Wochen. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Also, es verheilt wohl alles ganz gut soweit. Gut eine Dreiviertelstunde auf Mutti, denn die ist jetzt bei der Ergotherapie. Nachdem ich jetzt noch was gegessen habe, setzt so ein bisschen die Wirkung ein. Also der Chemotherapie. Ich habe gerade ein gutes Schlafbedürfnis, aber vielleicht auch aus dem Grund, weil der Tag einfach jetzt sehr anstrengend war. Bis jetzt zumindest. Muss ja noch eine Runde laufen. Und jetzt mache ich erstmal eine Stunde Pause.